Was ist denn das? Fahren wir auf der Plattform da hinten drin? Das ist ein Grafikbug, ne? Das ist ein Grafikbug. Sah jetzt gerade komisch aus. Wo könnte der Schlüssel sein? Irgendwo. Und ich sehe hier auch nichts. Blinker und Leuchten oder sonst sowas. Sind wir so verdammt gut versteckt? Oder ich bin nur einfach verdammt blind. Eins von beiden könnte es sein. So, hier hinten weiß ich, sind wieder diese komischen Dingsies. Also. Genau die. Glasauge. Aber hier ist auch nichts weiter, dass ich sagen könnte, hier vielleicht unten drunter versteckt oder sowas. Aber nein. Jemand von euch das Ding schon gesehen, den Schlüssel? So, wir können nochmal hier oben nachgucken. Problem ist, ich brauche ja den Schleim. Woanders, außer bei den Händlern in Samaris und das andere können wir ja nicht handeln. Wie sieht's denn da hinten aus? Kann man hier unten rein? Oder ist dahinter Wand? Dahinter ist Wand. Okay. Ich dachte nämlich eigentlich, das war hier oben bei dem Brunnen. Bei dem Brunnen. Bei dem Wasserfall dachte ich, da war der irgendwie so oben drüber, dass wir da nicht rankamen. Und die Puppen hier oben haben ja auch keine Bewandtnis. Damit kannst du ja bloß trainieren, ob die. Ich meine, wir können die Nummer zerlegen, das ist kein Problem. Das ist halt eigentlich nicht das Ziel davon. Na, komm hier. Da drüben ist noch eine Beere, die nehmen wir mit. Wäre schade, wenn nicht. Und er hier, dem kriegen wir ja auch nichts. Können wir hier hochgucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Aber auch nicht. Gut, dann nehmen wir erstmal die da oben, die Jungs. Wieder jemand verzaubert? Ne. Einmal. Zweimal. Und Nummer 3. So, hier sehe ich auch nicht. Ich weiß, hier war ein Schleim. Den hatten wir aber schon geholt. Gut, das Level geht noch ein Stückchen nach vorne. Ich will jetzt hier nicht wieder in diesen Puppen rumspielen. Die haben wir schon mal komplett weggemacht. Allesamt. Und er hat uns da keine Quest dazu gegeben oder sowas. Grind mal ein bisschen vor. Vielleicht finden wir vorne noch ein bisschen was.
was das Level dann auflösen lässt. Und kam ja schließlich von hier irgendwo. Ich sehe ihn. Da hinten ist der Schlüssel. Ah, Leute. Wie kommen wir da hin? Über die Plattform da drüben. Alles klar. Das müsste uns darüber schießen. Hoffe ich. Aber sieht vom... Kann aber auch runterführen. Ja, probieren es aus. Und damit haben wir 50 Schlüssel, das Level auch erledigt. Titidorf fehlte noch eins, genau. Malis Haus, das haben wir. Vergessener Tempel haben wir. Am Osttor fehlen noch zwei. Scheiße. Ich dachte, ich komme rein. Ein bisschen Glück, dass das so gut gefedert ist. Das war knapp, aber hat geklappt. Wunderbar. Wo ist jetzt Osttor? Ist jetzt geradeaus. Aber Trümmerberg und dann... Osttor ist noch Osten irgendwie. Ja, das ist schon Osten, was ich jetzt gerade anvisiert habe, aber es passt schon. Habt ihr Schleime für mich? Ein Haufen. Nix. Ein Haufen nichts. Na gut. Jetzt Osten, Osttor wahrscheinlich. Wo sind wir? Wir sind im Osttor. Wir sind am Osttor. So, was ist hier? Wo knurrst du? Nur mal gespielt hier. Hast du mich nicht angenommen, mein Kleiner? Also hier fehlen jetzt noch zwei Schlüssel und ein Endboss. Und einen Alexander den Großen hätte ich gerne noch hier. Wenn es den irgendwo gibt. Hä? Ach da. Getarnt. Hier schön ist. Nicht den Typen anvisieren, der geschützt ist, Jungs. Alter. Geh weg. Was? Ich hab's geschafft, seinen Panzer zu zerstören. So, haben wir denn noch hier oben noch Schlüssel? Und da ist ein Rennen, sehe ich gerade, ein Speedrennen.
Und hier lang laufen immer noch irgendwelche Bären rum. Die werden jetzt nicht verkehrt, hier uns die mal reinzupfeifen. Von oben hatte ich immer zwei gesehen. Nö? Gut. Mist, gegen die Wand gerannt. Okay, nochmal. Aber das ist die richtige Lösung. Ja. Es wäre die richtige Lösung gewesen, wenn man nicht um den in der Geschwindigkeit einen ausgelassen hat. Hammer. Da drüben ist der Schleimi. Mein Schlüssel. So, jetzt muss ich mal gleich mal was machen, wenn wir bei dem sind. Moment. Ich hatte nämlich was vor. Ich muss mal kurz die Musik runterdrehen. Wundert euch nicht. Mist, es ging zu schnell. Ja, es ging zu schnell, na gut. So war es wert. Wollt mir den Ton raushimmeln. So. Es fehlt noch ein Schlüssel hier. Die Frage ist, wo ist er? Wo ist der letzte Schlüssel? Rums, rums, rums. So. Also wir waren ja von hinten schon reingegangen. War auf der Brücke nicht noch irgendwas mit der Feuerkugel oder sowas? Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Das mache ich dazu, ja. Keiner lässt mir Schleim mehr fallen. Dann könnte es natürlich sein, dass hier der letzte Schlüssel ist. Nein, hier ist Levelwechsel. Hier ist Levelwechsel. Brauche ich gar nicht weiter durchgucken. Waren bestimmt schon mal von der Seite reingelaufen.
Okay. Die Schlüssel können sich ruhig auch irgendwie bemerkbar machen oder so. Damit man die mitbekommen würde. Oh, da unten ist erstmal noch eine Erdbeere. Hätte ich schon mal gerne. Einfach wieder ein bisschen Leben auffüllen. So, wir gucken nochmal oben lang irgendwo. Meine, irgendwo müssen die ja sein, ne? Oh, der Schlüssel, was er sagt, muss irgendwo sein. Ah, Mist. Verlangs. Okay. Was ist hier? Gucken wir mal von oben. Da ist auch nichts mehr. Dann kann es ja fast nur noch hier sein. Na, sauber. Ja, ist sauber verkackt. Schauen wir mal hier rein. Moin, Jungs. Weg. Weg. Gut. So, dann schauen wir von oben herab. Ah, das war es mit dem Geistportal hier hinten, ne? Ich glaube, ich erinnere mich. Das hatten wir versucht, da sind wir hochgekommen und wussten nicht mehr, wie wir runterkommen. Waren das nämlich, glaube ich, auf einer der Plattformen. Aber wie kamen wir denn hier hin? Ich glaube, wir hatten zu tun, hier runterzukommen. Ich glaube, hier durften wir gar nicht. Durften wir hier runter? Doch, wir durften hier runter, klar. Das war das Geistportal. So kommen wir hier wieder runter. Beißzahn. Einfach erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo den Schlüssel sehen. Was? Ich sehe ihn gerade noch nicht. Das war dumm. Ich dachte, irgendwo im Wasser war der, ne? Da ist er. Da hinten ist er. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Man sieht hier keine Plattform. Das heißt,
Okay, warte, warte, warte. Da ist der Bossmonster. Der Bossmonster, genau. Hoffen wir, dass das gut geht. Oh, fuck, 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 fuck. An der Stelle nicht. Wenn ich nur auf Abstand gehe. Okay, lass mal Eis. Ganz feige Methode hier. Aber da verlieren wir wenigstens kein Leben, ne? Ist feige, aber effektiv. Und er kann uns nicht mit seinen komischen Kreangriffen angreifen. So, na komm. Sterb doch endlich. Los, hab dich nicht so. Sterben bitte. Der hat echt noch viel Leben scheinbar. Also er friert ja ein, also muss man ihm Schaden machen. Sollte jedenfalls so sein. Der Vorteil ist, er zieht seine Waffe nicht immer. Ein Angriff. Also ich... Kriegt er seinen Zauberschutz nämlich drauf? Na komm. Mensch, jetzt musst du doch langsam mal sterben. Es sei denn, das Spiel ist so komplex und sagt, nö. Du bist unfair, du cheatest. Du stellst dich sicher hin. Komm jetzt. Jetzt erweichen ihn nicht mehr. Jetzt erweichen ihn wieder. Ach Mensch, Junge, komm, stopp. Oh, langweilig. Im Wasser. Oh fuck. Oh fuck. Das war so nicht geplant. Hallo? Wo ist er? Komme ich jetzt überhaupt noch in die ran? Weil er kann sich ja ständig seinen Zauber machen. Komm, wir begleiten dich mal nach hinten. Glaubst du dann? Aufpassen, das will nicht runterfallen. Komm mit. Komm mit. Los, komm mit.
Ich kann seinen Zauber da unten nicht zerstören, das ist das Problem.